Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Platin Random. Nicht der. Beim Arena-Leiter. Allein wie sich das jetzt schon wieder angehört. Was wollte ich sagen? Ach ja, hallo. Nein, aber ich hab. Man hat da unten noch nicht gesehen, dass der aufgenommen hat. Ich wollte zu schnell Hallo sagen. Schwer. Immer dieses Timing, ey. Ja. Echt viel gebracht. Ja. Erstmal Pokémon wechseln. Ja, klar. Wenn Michael mitbekommt, dass es schwierig drauf geht. Hallo? Was weißt du, was du mir dann anhören darf? Ich meins werde ich jetzt auch davor eben drauf gegangen, aber er hat hart gekämpft, er hat zwei oder. Ja, ich meine zwei waren es gekillt. Ja, ich hab Tobi hat ja dem gerade mal 2-3 HP abgezogen. Na, 10. Oh, na komm. Ja. Komm, auf den Kopf. Bestes Fazit, was ich jemals gehört habe. Nässender Lippenherpes ist besser als dieses Spiel. Michael, wusstest du, dass Brutalanda ganz schön scheiße ist gerade? Ja. Okay. Windhose? Hast du abbekommen? Ja, so ein bisschen. Ist mir Kaskade. Also das hat Lurak fast Insta gekillt, ne? Kaskade? Mhm, ist mir durchaus bewusst. Warum wohl? Ach, keine Ahnung doch. Boah. Wie kann doch sowas immer sein, du? Achso, Brutalanda ist übrigens gerade draufgegangen. Ich weiß. Hypertrank. Hyper. Komm. Boah, sowas hasse ich, ey. Wieso? Wenn du das so siehst, ist in der... Viele regen sich halt darüber auf, dass sie sich heilen, ne? Aber wie viele Tränke hast du später in der Top 4 mit? Das erinnert mich an die... An die Kamera. Aber ist doch so. Ich meine, du hast sehr viele Tränke immer dabei, ne? In der Top 4 später. Und dann regt man sich darüber auf, dass die mal ein, zwei Tränke benutzen. Und wie viel hast du dabei? Ja, das ist doch was anderes, doch. Du spielst ja nicht gegen dich selbst. Du darfst welche dabei haben, die Gegner nicht. So viel. Was bringt mehr? Drachenwut. 40 KP wird abgezogen. Ja, ich glaube, das nützt dem jetzt aber auch nicht mehr. Doch. Ich sagte ja, fast Insta-Kill. Ja, ich dachte, ich habe gerade Schiss bekommen, weil ich seit vorher schon Schaden bekommen habe. Ich auch. Nein! Und weg. Top, die Wette geht. Weißt du jetzt, wie ich mich gefühlt habe? Boah, Alter, hör bloß auf mit den Sprichwörtern, ey. Mein Mathelehrer, der kommt, da wird immer Top die Watte quillt, ey. Was? Jo, oder du kommst 5 Minuten zu spät, ne? Der Arsch kommt 10 Minuten zu spät, wenn er mal pünktlich ist und du kommst 5 Minuten zu spät. Er war stets bemüht, pünktlich zu sein. Da muss man sich schon zurückhalten. Da muss man sich schon zurückhalten, ihm nicht im Vorbeigehen eine zu schießen. Mach Feuerschlag. Ich würde sogar sagen, das bringt mehr als Dings. Finde ich. Auf die Fresse, ey. Naja. Ich finde, das bringt mehr als Finte. Vom Damage her. Aber das kannst du dich jetzt selber überzeugen. Michael, wir brauchen einen anderen Punkt. Nee, glaube ich nicht. Aber warum haben wir hauptsächlich Wasser-Pokémon und Feuer-Pokémon? Damit die draufgehen können. So wie das jetzt. Small. Tobi, ich glaube, die gehen die Pokémon aus. Ja. Glaube ich nicht. Das ist täuschend. Bis. Oder Aquavelle. Wegen ja, Aquavelle. Ich kann überlegen, weil das verwirrend kann.
würde es, glaube ich, mehr Schaden machen. Ja, das tut es. Jo. Und direkt nochmal. Weil so schön war, direkt nochmal, ey. Komm. Ja. Yes. Ich hatte Angst, dass noch ein Über dran kommt. Ey, ich glaube, dann würdest du Tobi nur noch fluchen hören. Nö, ich war doch ganz gechillt. Hallo? Wo ihr liegt? Ganz gechillt. Ich erinnere dich nur an einige Spiele, die wir mal gespielt haben. Da warst du auch am Anfang ganz gechillt. Ja. Und danach hat Maike dich aus 10 Metern Entfernung immer noch bis jetzt entflogen hören. Okay. Ne, scheiße, eine Scheißattacke. Die tut weh. Okay, ja. Ich würde sagen, das war's mit Schiller. Bye bye. Aber so war's schon. Okay. Was das ist dieses schmerzhaft. Das heißt, wir haben jetzt noch zwillig. Setz Fluch ein. Hoffen wir mal drauf, dass es funktioniert. Warte mal, wenn er Wasser Design setzt, dann der Marsch. Setz Fluch ein. Okay. Er war schneller. Du musstest es sagen. Du musstest es aussprechen. Ja, das Michael, so alles deine Schuld. Das sagst du. Boah, jetzt hängt alles an Evoli ab. Wir haben keinen Beleber mehr, oder? Du musst es dir ja ausgeben. Du musst es. Ja, genau, weil für eine Evoli was ist Besseres nicht gewesen. Ja, ich würde mal sagen, Hamasch! Warum kippt man eigentlich immer in Ohnmacht, wenn man verloren hat? Das Portal hilft uns da auch nicht weiter, erstens wegen den Level und zweitens Wasser. Was haben wir noch so? Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh! Du bist pleite! Guck mal unsere Pokebälle an! Guck mal unsere Pokebälle an! Also nicht Pokémon, sondern Pokebälle! Ah ja, da ist unser Geldchen. Okay! Nimm doch einen Kampffahnder! Da kriegen wir doch nochmal Geld von den Trainern! Ich entweder mag Michael einfach nur die Farbe von Pokebällen oder Ich hab gemerkt, ich hatte mit Pokeball das letzte Mal mehr Glück als mit dem Superball, also halt's Maul. Es ist überwiegend so, dass du mit Pokeball mehr Glück hast als mit den anderen. Ach nee, bei kannst du ja noch fröhlich trainieren. Auf 37 ist aber wahrscheinlich Badass. Number one. Nicht mehr Krieg. Krieg wird niemals wieder Badass sein, nein. Was wollte er einsetzen? Kopf. Oder Kopfnuss. Yes! Kopfnuss! Hm? Wo sein? Schattenstoß. Was? Er wurde von seinem eigenen Schatten besiegt. Ach, wir bringen ihn einfach auf Level 40 und dann macht er alles allein. Ja, wieso genau. Bleibst du nicht im Gras? Warum bleibst du nicht im Gras und trainierst ein bisschen? Mach ich doch was. Welches Gras willst du noch nehmen? Das der Nachbarin. Tobi, lass mal zurückfliegen zur... ich weiß nicht, welche Stadt das war. Haben wir keinen Honig mehr? Du hast doch letztens dreimal in deinem Baumarkt gespielt. Dann hast du den Honig einfach mal im Dings eingesetzt. Erinnerst dich nicht? Woran? Welche Stadt war das? War das Florin? Kannst dich nicht dran erinnern? Ähm,
Ja. Du weißt es noch, hier gucken, oder? Mhm. Soll ich den Baum nochmal anlegen, oder was? Okay. Der Baum ist gerade gesprächig. Level 10, ja, das wird das sehr helfen. Das hilft uns. Warum haben wir nochmal Fliegen eingesetzt? Weil wir gehofft hatten, dass Dings da ist. Echt, die paar HP hätte sie jetzt auch noch nehmen können. Ey, die XP ist gut. Ja. Die XP ist sehr gut, das bringt wahrscheinlich 10 oder so. Egal. Warum fliegst du nicht zurück? Ich möchte was gucken. Ob da Blumen sind? Wenn du uns nochmal Honig geben würde, ne? Ich glaube, im Sword Art Online war das... Hast du das Geld? Ja. Warum fliege ich nicht einfach zurück? Das war eine vorzügliche Idee. Die von dir ganz alleine kommen, ohne dass Mike was gesagt hat. Nee, da ist er ganz alleine drauf gekommen. Sag ich doch. Ach so, ey. Immer diese Beleidigungen, ne? Ja, genau, ich schreibe mal Robin an. Bist du... Wie? Hä? Seit wann ist Robin eigentlich off? Der ist einkaufen. Habe ich ganz mitbekommen. Da war es auch schon weg. Genau. Logischerweise. So. Was für ein Fisch. Bevor der Nachmacher war, ich gehe einkaufen, er geht einkaufen. Weil ich mal nicht einkaufen muss, wenn das Geld da ist. Dann hole ich mir ein 3DS. Hallo, besetzt. Ich habe leider nur schlechte Neuigkeiten. 3DS mit Capture Card wird leider nichts. Ey, vielleicht kriegen wir die 7. Level in dem Part noch hin. Na gut, kommt drauf an, wie lange du aufnimmst. Ja. Muss. Beantwortet meine Frage. Eklige Sau, du! Her, eklige Sau, du! Wow. Das hat echt voll viel gebracht. Das hat so viel gebracht, das hat mich zum Jucken gebracht. Warte mal, das wird sogar wirklich effektiv in dem Moment. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Warum willst du wechseln? Weil Zwielicht bei dem gerade einfach mal so fast nichts bringt. Damage is damage. Da könntest du auch die ganze Zeit mit Evoli kämpfen. Ey, Evoli wird wenigstens mehr bringen. Ey, warte mal, ich das ist gerade mein eigenes Pokémon. Ja. Halt's Maul! Schön, dass du es auch gemerkt hast. Mike ist wunderschön, machen was kann. Probieren wir es noch. Gärtner. Jo. Ey, setzt mal ein Saftkorn gegen den Saftkorn ein. Was soll das bringen? Wenn du das Saftkorn hochgelevelt hast, ist es kein Problem. Ich weiß. Ja. Also ich probiere es jetzt noch, Mike. Ja? Okay. 30 Parts wieder? Ja! Ja, ich bin immer noch dabei, keine Ahnung. Und es ist wieder voll geil. Okay. Magma. Oder Bruder. Oder Brutalanda. Lurak soll Flammenwurf kriegen. Das Maul. Nee. Das warst du, aber halt's Maul. Als hätte Glut nicht gereicht. Hä? Weißt du, wie oft das Wort von Härtner eingesetzt hat? Einmal? Ja, nachdem du gekommen bist, einmal, ja. Nächste einmal. Den Level hat er trotzdem gekriegt. So, verdammte Scheiße.
Nein. Achso, Schattenstoß bringt da nichts. Evoli, einfach weil... Damit Evoli jetzt schläft. Setz blaue Flöte ein. Blaue Flöte haben wir komischweise unendlich. Ich wusste ich noch nie, dass es ging. Warum wechselst du? Hallo? Die XP mal geteilt durch 3 vom Level 25er. Hör auf zu reden! Maul! Ja, klar, klar. Warum nicht gleich Drachenwut? Okay. Wenn der... Oder auch nicht. Ich bin mir zu 90% sicher, der stirbt jetzt durch Dings. Ich sagte 90. Tobi, Alpha Saphir oder Omega Rubin lieber? Mach passt eher zu mir. Alpha, ne? So viele Wasser-Pokémon wie wir haben. Oh. Das habe ich jetzt nicht erwartet. 36 Euro. Mhm, dachte ich auch. Red gerade nicht über dein Spiel. Tust du nicht? Nein. Ich weiß, warum ich bei der Arena verloren habe. Ich hab mein Aquana nicht. Das ist das Problem. Das ergibt keinen Sinn. Was hat Aquana damit zu tun? Du könntest ja einen Blitzer draus machen. Richtig. Theoretisch. Nein. Warte mal, wir... Ach, wir brauchen kein Dito. Da bist du da ganz alleine drauf gekommen, Michael. Wir haben viel zu wenig Pokémon gefangen. Ich frag mich, woran das lag. Moment mal, Moment mal. Ich überlege kurz. Weil wir es random gestellt haben. Dann, weil wir Pokémon gefunden haben, die wir nicht machen. Weil wir Pokémon gefunden haben, wo du gesagt hast, nee, brauchen wir nicht. Ja, du willst die letzte Entwicklung von jemandem fangen. Junge, dann warte ich lieber darauf, dass es in der normalen Form kommt. Sie ist ja gerade bei Glura. Glumanda aufzuziehen hätte mehr gebracht. Und wieso zeige ich auf die Leiter? Warum? Weil ich kann. Na, Leiter. Bitte! Was? Warum level ich schwer nicht? Damit es badass wird und es uns hilft. Ich könnte dich auch fragen, warum ich dein... Bin kurz AFK. Nein, das Chiller. Spiel mach ich nicht nochmal. Das Spiel mach ich nicht nochmal. Magma. Einmal. Ich glaube nämlich Magma jetzt auch mal zum Level up, glaube ich. Bin mir aber nicht 100% sicher. Alle müssen auch langsam mal wieder aufgehen. Nein, oh, nein, dran! Das reicht, das ist Gott vorne. Eww! Wir wurden besam. Hau ich in das Gesicht, genau. Oh. Guck mal, Magma ist stärker als Glurak. Trotzdem finde ich Glurak geiler. Magbrand ist cooler als Glurak. Zumindest ja wahrscheinlich die Attacken. Du Arschloch! Du Arschloch! Hast du hast uns vorhin gekillt! Das war was ein Trainer-Pokémon, aber... Du hast uns vorhin gekillt! Das kriegst du von... Brutalander zurück! Der Tobi? Verfolgung ist sehr effektiv gegen uns. Weil es Unlicht ist. Dann kriegen wir Aquaknarre. Hä? Ach ja, ist ja wild. Scheiße. Junge, wir haben nichts zum Heilen. Ich wollte nicht heilen, ich wollte eigentlich tauschen.
Warte mal, wenn wir Garados ohne Brutalander killen würden, dann hätten wir wahrscheinlich eine höhere Chance zu gewinnen. Obwohl, hat jemand von den anderen auch Biss? Ja, Knirscher. Okay, Knirscher hätte uns wahrscheinlich Insta gekillt mit Brutalander. Warte. Nein, hättest du nicht. Ja, gerade was noch. Bin tot. Genau. Einfach tot. Guck mal, ich sag dir, Brutalander ist groß von Level Up. Ach so, spät schon? Mir juckt der Arm. Fuck. Obwohl. Nochmal darauf, dass wir random spielen. Hm? Du willst nochmal darauf, dass wir random spielen. Es war deine Idee, random zu machen. Nein, das, so meinte ich das nicht. Ich meinte unsere Diskussion von gerade. Von vorhin. Ja, aber Boyelin kommt hier eigentlich gar nicht. Merkt ihr schon, dass Fliegen gut ist? Erstmal, ich könnte Durak ja Fliegen beibringen. Habe ich schon mal gemacht. Ich habe damit Top 4 dann noch Logik Kanonade gehabt, Flammwurf und Schlitzer. Aber Fliegen war OP. Damit habe ich nämlich meistens Teams ausgerottet. Erst recht das Kampfteam vom Top 4. One-Hit. Abgesehen von Dings. Und sein Onyx. Da habe ich Logik Kanonade eingesetzt. Und bevor er sich aufladen musste, habe ich dann einfach gewechselt. Bei welcher Route sind wir gerade? Guck ich gleich nach. Okay. Jetzt kam hier noch diese ein random Pokémon auf dieser Wiese. Zumindest wissen wir nicht, was random ist, ne? Direkt. Blaudaga ist nicht random, Boyelin ist nicht random und Manta. Antip ist doch, das wird random sein. Willst du wissen warum? Okay, das ist random, weil wir nur im Wasser. Wasser. Eigentlich unter Wasser gesehen. Oder an der Angel. Wie? Setz blaue Flöte ein. Okay, es ergibt Sinn, dass wir die blaue Flöte unendlich haben in diesem Statusheilmittel. Letzte Seite. Letzte Seite. Es ergibt nämlich Sinn. Wegen ich glaube nicht, dass wir die Flöte den Pokémon am Kopf werfen. Aufsehen! Ich glaube, da würde Glurak uns die Leviten leben. Damit meine ich, ja du Scheiße, es wird uns grillen. Dann sind wir wenigstens gut durch. Ja. Er okay, weiß wahrscheinlich nicht, welche Route wir sind. Weiß das nicht so? Ja, aber davor bin ich im Kampf gelandet. Ja, aber danach nochmal. Karte. Wird viel schneller. 213, wieso? 213 ist nur in Diamant und Pearl so. Das ist ein random. Das ist random. Ja, das auch. In Platin ist es auch random. Wegen Route 218, 221 und 222, 222 und 230. Und dann noch Feurio, Hütte und Siegestraße. Wovon reden wir jetzt gerade? Boyelin. In dem Sinne ist es random. In dem Diamanten Pearl wäre es normal. Aber whatever. Ich habe es ja nicht entschieden. Was random ist. Nicht direkt. Was sollte ich suchen? Was wollte ich suchen? Welches Pokémon wollte ich suchen? Naja, Magby. Genau. So, wie viel Prozent trägst du denn, Scheiß? Wahrscheinlich gar nicht. Genau, in Platin trägt es gar nicht. In Platin trägt es kein Marisierer.
Im Pearl trägt es ca. zu 50%, in Diamant nur zu 5%. Ja. Fickt euch! Ich will das falsche, falsche Spiel. Das heißt, wir kommen dann Magbrand wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht über... Ach nee, das war Kacke. Wenn wir es über so kriegen halt, ne? Warte mal, man kann Magbrand so kriegen? Psycho Magbrand, Pikachu Kaffee Magbrand und Poketopia Magbrand. Was ist Poketopia? Was ist Pikachu Kaffee und was ist Psycho? Sind das Trainer? Und wieso spucke ich meinen Monitor an? Der hat mir nichts getan. Nicht direkt. Oh. Da ist er gekommen. Nein. Da muss wohl Magbrand Magma wohl ausgetauscht werden, oder? Musst solang, du wissen. Solange wir dann halt kein Dings haben. Kein wenn wir Magmarisierer finden, natürlich tauschen wir dann aus, ne? Aber was wird denn als nächstes? Schwere Frage. Magma ist dein Teammitglied, von daher musst du entscheiden. Ja, ich weiß. Schon schwer genug. Komm auf. Dein Ernst. Komm auf. Was? Nee. Es gibt kein Komm auf. Intensität. Und das 227 und Kalberg kommt eigentlich erst Komm auf. Bodycheck hat keine Wirkung auf Zwillicht. Sehr gut. Spiele, Pokémon Platin. Ja. Pokédex. So, Zwillicht Level 33. Versuch Jirlicht zu erlernen. Ist glaube ich Feuer, ne? Weiß ich nicht. Kannst du mal gucken, oder eine Attacke vergessen. Feuer. Dann nimm mal Konf. Konfusschrei hat uns an den Arsch gerettet. Erstauner. Das wäre eh selten ein. Für Gengar muss ich mich ja zum Glück schon nicht mehr entscheiden. Wäre schwer. Nee, Bulli. ich glaube, das war ein Fehler. Verfolgung. Ich glaube, doch nicht. Ja, guter Lander. Guter Lander ist gut. Das sagt bestimmt weh. Das völlig ist weg. Wieder das Tauschen. Oder wieder Verfolgung. Sternschauer. Cool, Bruder Lander hat daneben gesagt. Yeah. Yeah, nein. Doch mein Gengar. Halt mich mal auf dem Laufenden, was als nächstes kommt. Ich suche in der Zeit noch unter Pokédex. Kann ja sein, dass das nächste Pokémon soll ein Beispiel random ist und es cool ist. Cool ist. Cool ist. Bei mir nein. Ist zwar random, aber ist nicht cool. Ja, ich weiß, habe ich gerade geguckt. Da hast du nein gesagt. Bis.
Soll es nicht erst ins Pokécenter gehen und zum Dings? Nein. Ich war gerade davor. Okay. Aber dann wollte er dich kennenlernen, ne? Ah, noch ein Geist-Pokémon, dann hätten wir drei Geist-Pokémon im Team. Hä? Du willst auch noch Gengar, das ist auch ein Geist-Pokémon, deswegen. Ja, aber wir haben momentan... Schwierigst. Ist Geist? Ja. Ich meine, wenn... Ich sagte, wenn wir noch eins... Wenn wir noch eins, hatte ich gesagt, so meine ich das. Bei mir kamen hier drei an, deswegen war ich verwirrt. Ja, wenn wir noch eins nehmen, haben wir drei, das meinte ich. Hä? Was? Wenn wir noch ein Geist-Pokémon nehmen, haben wir drei insgesamt. Mit deinem Gengar zusammengerechnet schon. Warum haben wir drei? Ich sagte, wenn wir noch eins dazu nehmen. Ach so. Ja, okay. Das habe ich jetzt schon fünfmal, glaube ich, gesagt. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Cognodon habe ich zwillig. Wenn es geht, mag Brand. Ansonsten muss ich mir jetzt gerade ein anderes raussuchen. Bäuerlin, ich hasse dich. Nein. Wir haben es dir immer noch nicht genug eingezahlt. Flügelschlag. Für? Hä? Nein, ich will nicht den Flügelschlag abbekommen. Ich glaube, das interessiert ihn nicht total. Okay, das ist schon eher... Hätte schlimmer sein können. Vollipuba könnte uns sehr helfen im Moment. Aber dann können wir keinen Dings mehr kriegen. Wie du wolltest, Aquana. Okay, muss jetzt wieder zurück. Ich habe bis jetzt ein Neumondinsel. Wo ist die Neumondinsel? Warst du schon mal auf der Neumondinsel? Warst du das schon mal? Gott, keine Ahnung mehr. Wegen, es gibt da ein Pokémon, was ich unbedingt haben will. Danke. Yep. Die Sache ist nur. Nicht ins Team, ich weiß. Nein, das meinte ich, das wollte ich gar nicht sagen. Was heißt das denn dann? Wie sieht's aus wegen random? Wie? Ach, wegen den Teammitgliedern, ne? Weißt du? Ich verstehe gerade nicht, wenn du hier meinst, was du meinst. Vergessen. Okay. Nein. Okay. Zwischen zwei oder drei? Warte, was bist du? Finsterstein, oder? Nee, Finsterstein kriegen wir so schnell nicht. Ja, okay, ich habe eine schwere Entscheidung zu fällen. Stalunio, was zu Steuerer und zu Stollers wird, oder Tanhill, was zu Meta und dann Metacross wird. Okay. Hm. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Würdest du dich leicht entscheiden können? Nein, das meine ich nicht. Ach, der Schaden. Warum setzt nicht Irrlicht ein? Dann brennt es. Ja, aber es brennt nur. Ich weiß. Aber kann auch einen Arsch retten. Wegen den DOT. Dort. Damage over time. Ja. Boah, jetzt benutzt mir schon eine MMO-Sprache hier. Das geht ja mal gar nicht. Aber ich glaube, du musst ins Pokécenter, glaube ich. Ich bin auf dem Weg dahin. Glaube ich. Weißt du, was witzig sein wird? Ich
glaube, die nächsten Parts werden schon wieder Level-Parts, ne? Ach, was wird das denn hier gerade? Ein gefällter Räderversuch und dann Level-Parts. Also war da einmal was Wichtiges dabei. Aber naja, das gehört zum Pokémon dazu, wie gesagt, ne? Ja. Oh, Part 2 müsste jetzt offiziell sein. Nehmen Part, was weiß ich was auf und... Oh. Stimmt. Da gibt's ja auch noch welche. Ist das ein Trainer? Ist ein Trainer? Du bist ein Trainer. Sicher? Stimmt, da habe ich auch was gefangen, irgendwas. Was? Hat sie gesagt? Ich habe nicht drauf geachtet. Magst du das Vieh? Ich nicht. Nein. Na gut, vielleicht durchgeröstet mit Barbecue-Sauce, Bacon. Aber dann denke ich mir wiederum, ich bin kein fucking Vegetarier. Oh. Oh. Was macht das eigentlich? Habe ich immer noch nicht entdeckt. Ich habe noch nie gemerkt, dass das ihn heilt oder so. Doch, aber nur ganz minimal. Ah, ich sehe es gerade. Okay. Tja, bei ehrlich bringt ihn... Warte mal, scheiße. Hm? Okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ehrlich sieht geil aus. Ach, gib mir das auf den Sack. Tja, er verliert das, was er geheilt kriegt. Haha. Hat er keine Tränke. Oh, aber ich habe immer noch die schwere Entscheidung. Okay, jetzt reicht es mir. Ja, jetzt reicht's. Obwohl. Was ist Feurio-Hütte und was ist das Pokeradar? I don't know. Ja, du hast das Spiel schon mal durch gehabt. Ja, hab ich ja auch. Ich hab Angst. Meins bin ich. Was heilt sich? Stirb, wenn du bliebes. Ich hätte jetzt gelacht, wenn er angreifend doch mit Rucksack hielt. Warte mal, hätte ich nicht gelacht, dann hätte ich ihn umgebracht. Also, wie du es gerade getan hast. Aber du solltest mit denen nicht noch einen Kampf bestreiten, würde ich sagen. Oder was meinst du? Ich weiß, ich habe auch schon mal einen Kampf mit 10 KP überlebt. Keine Verfolgung. Keine Verfolgung. Keine Verfolgung. Das wäre immer noch das Schlimmste. Glaubst du Tuten? Danke. Wer tutet denn? Ich tute doch gar nicht, ich trinke. Ja. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, ich hätte sonst vielleicht noch ein Pokémon. Oh fuck. Tschüss, Lurak. Was? Was? Ich dachte, weil es so langsam runtergeht, könnte es noch überleben gerade schon. Du hast doch gesehen, was für Schaden der Feuer passiert hat, oder? Das war davor? Ja. Dieselbe Attacke? Ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt doch noch eine andere Entscheidung zu fällen. Ich habe, jetzt ist nämlich gerade noch einer dazugekommen. Du kämpfst gerade gegen ihn. Mach mal gut, probier. Shinnok, Luxion und dann Luxtra ist gar nicht so verkehrt, das... Also, das ins Team zu nehmen, ne? Ja. Wahrscheinlich, yo, wahrscheinlich. Funkensprung. Ach komm, kill's doch direkt. Tobi, du und deine vorlaute Klappe... ...habt zum Glück kein Recht.
Ich glaube, ich darf ins Pokémon Center. Meinst du? Mhm. Ranger Fritz. Warte mal, Fritzchen. Fritzchen! Ey, wir haben Geld bekommen. Oh, ja, das auch. Oh, das auch. Willst du vielleicht neue Pokébälle kaufen? Du weißt, dass der Eintritt 500 kostet, ne? Ich weiß. Ja, kannst du noch mal gegen den antreten? Kommen. Gegen den Rocker? Gegen's von dir? Weiß ich doch nicht. Ich meine, mehr jetzt gucken kostet nichts, ne? Na gut, was hat bei der Gruppe? Eine schwere Entscheidung zu treffen. Wie willst du raushauen? Eine folgenschwere Entscheidung. Evoli? Mhm. Vollipube? Mhm. Na gut, Vollipube soll ja nicht schlecht sein, habe ich gehört. Ist es auch nicht. Okay, Entscheidung getroffen. Ich weiß den Weg nicht mehr. Manchmal denke ich echt drüber nach, ich will Glurak irgendwie echt wieder Fliegen beibringen, wenn ich drüber nachdenke. Das denke ich darüber nach. Alter! Mein Fuck! Baby. Da bin ich wieder. Boah! Du hast dich echt mal dran gehalten, als du gesagt hast, ich komme nachher wieder. Oh ja, halt mal jetzt. Nee. Das kannst du vergessen. Warst du eigentlich schon im Pokécenter, Tobi? Ja, warst du. Tob. Hab die neue Abkürzung für Tobi. Tob. Tob dich aus. Du hast Fikra, du sagst es immer genannt. Echt? Ja. Obwohl, Kölnir ist eigentlich... Na gut, aber Menschen nennen schon von Dings aus an. Und das Level könnte witzig werden, wenn wir zurückfliegen, ne? Ich glaube, das Level in dem Punkt wäre das kleinere Problem. Meinst du nicht auch? Du levelst jetzt ernsthaft gegen ein Pokémon, das 30 mal 20 Stellen unter ist. Leck mich doch. Das nenne ich mal einen EP-Boost. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel die noch gefehlt hat. Das hat jetzt ausgesehen, das wäre jetzt von Grund auf ein Ab. Ich habe genug Mystery Dungeon gespielt. Und dann kann ich Duplexiv austeilen, dass du stirbst. Tobi? Ja? Oh. Es ist normal. Oh. Geil, Duplexiv hat getroffen. Tobi, du kannst einfach abhauen, es ist Level 10. Nein. Im Wald hast du schon schwer genug gleich. Warte mal. Haben wir echt alle... Habt ihr jetzt den Dungeon geschafft? Nein. Nein, aber ich bin da vor dafür daran zu arbeiten, dass wir schaffen. Ist aber nur ein Level, ohne Zuneigung, ne? Tobi, du solltest vielleicht dann... Hi, Wampel. Ich dachte, kurz Moment, du wärst shiny. Dann wäre es mir egal, was es sagen würde. Aber shiny fangen wir egal, weil welches es ist. Stell dir erstmal einen shiny Glurak vor. Warte mal. Sorry, ich habe gerade gesabbert. Ich habe irgendwie nie verstanden, was es mit shiny auf sich hat. Es sieht anders aus von der Farbe und Glitzer. Aber es sieht stärker oder so. Und das ist kein Sack. Sondern sein Schwein. Ja, okay, das wusste ich schon vorher. Ich habe mich nur immer gefragt, was dieser weiße Punkt unter seinem Rauschebart ist. Hat er da etwa gekleckert? War es jetzt männlich oder weiblich? Es war tot. Es liegt unter der Erde. Das ist aber ein komisches Geschlecht, kenne ich noch gar nicht. Oh, ich habe jetzt irgendwie kurz gedacht, was? Tannhill? Tannhill? Warte mal, Tannhill würde uns aber bei der Arena auch nicht direkt weiterhelfen. Ja, ich war Bronzong. Bronzong? Hab ich doch gesagt, du Arsch. Brauchst du rauchen, du direkt sein. Du bist nicht alt genug. Du sagst du. Du weißt, dass wir jetzt aufnehmen. Ja, meine Attacke ist versiegelt. Die Polizei bei mir in der Stadt, die ist wenigstens voll korrekt. Tackle ist die Versiegelte. Was für ein Fuck? Aber ich hab doch gerade gut zu tief eingesetzt und nichts. Tobi weiß schon gar nicht mehr, was bei Attacken da eingesetzt. Nee, ich hab erst Tackle eingesetzt
dann ruckzuck lief und dann hat er Begrenzer eingesetzt. Naja, wen interessiert es eigentlich? Ich meine, doch. Ich will mich nicht beschweren, aber mich hat es gewundert. Mich auch, aber schon beschwert ihr euch. Halt's Maul. Geh dich ja hängen. Nein. Ich bin Ruhe. Wichser. Arschloch. Spasti. Herr Arschloch. Herr Spasti. Also du bist Herr Arschloch, ich bin Herr Spasti und was ist Tobi? Mrs. Yuki? Mit Double U? Ich habe jetzt erst gedacht, Klicker zu spielen, aber so geht's natürlich auch. Der sieht jetzt irgendwie so aus von seinem Gesicht, was viel zu weit an seinem Ding ist, wie ein Chinese. Was ist? Ach, wechsel einfach kurz, Tobi, und dann setzt du also außerhalb des Kampfes Dings ein. Wegen das... Swirlig? Ich glaube nämlich Swellig, Bronzong hat auch ein bisschen Psycho mit drin. Also ich meine, ein bisschen weniger als wir. Hi. Ame, Ame! Mitten in der Aufnahme. Konnten ihr wenigstens einen Tick mitlesen? Ich habe da nur gelesen, sie wurden angestupst. Error Loading, Slot 8. Wo kommst du schon wieder drauf? Auf ein 8? Nein, ich hab hier reingeklickt, weil ich hab das weggeklickt gehabt. Es wird mir leid tun. Naja, voll die Probe ist aber jetzt auch nicht scheiße. Es ist gekommen. Folipoba. Nicht Floli. Hört sich irgendwie an wie so eine amerikanische Droge. Kann ich hier schon fliegen? Du solltest aber trotzdem anfangen, Ding zu leveln, wegen ich meine, jetzt bringt Folipoba. Dir das Pflanzen. Ja. Hatte ich vor. Und Dings nebenbei am besten auch, ne? Also, passiert eh nebenbei. Wir brauchen... du solltest ins Pokés. Ich bin gleich wieder da und muss kurz auf Klo. Obwohl, ich werde meinen Part jetzt gleich beenden, dann lasse ich Michael erstmal ein bisschen leveln. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Hinterlasst konstruktive Kritik. Und wenn ihr dafür seid, dass David mal öfter wieder hier ist, dann... Ja, dann... Und wer? Dann schreibt sie in die Kommentare. Tut eh keine Sau, weil das kaum einer sehen wird. Ey, wir haben in den letzten Tagen viele Abonnenten. Okay. 4 dazu bekommen. Viele Abonnenten, okay, 4. Für uns ist das viele. Alles klar. Dann, ja, bis gleich. Heide, tschüss.